Hallo und willkommen zu diesem Video zum Thema grundlegende Rechenregeln der Wahrscheinlichkeitsrechnung. Beim Herleiten oder Überlegen dieser Rechenregeln werden wir vor allem die Querbeziehungen zur Mengenlehre ausnutzen, dass nämlich der Ergebnisraum eine Menge ist und dass Ereignisse Teilmengen dieser Ergebnismenge sind und wie wir darüber Wahrscheinlichkeitsaussagen machen können. Und damit fangen wir nämlich auch an und überlegen uns, was wir aus Teilmengen ableiten können. Wenn nämlich ein Ereignis A ein Spezialfall eines anderen Ereignisses B ist, dann kann man nach der Mengenlehre sagen, A ist eine Teilmenge von B. Ja, wenn A ein Spezialfall ist, dann sind alle Elementarereignisse, die in A sind, auch in B drin. Und demzufolge muss gelten, dass die Wahrscheinlichkeit für A kleiner gleich der Wahrscheinlichkeit von B ist, weil ja zusätzliche Elementarereignisse drin sind und deshalb eine Wahrscheinlichkeit dazukommen muss. Das können wir uns auch an einem solchen Mengendiagramm hier mal klar machen. Dieses Rechteck außen soll mal unseren Ergebnisraum Omega darstellen und da drin haben wir irgendein Ereignis B und ein Spezialfall von B ist das Ereignis A. Das heißt, für alle Elementarereignisse, für die A zutreffend ist, ist auch B zutreffend, aber die Umkehrung gilt nicht. Wir haben also hier einen Bereich, wo es Ereignisse gibt, die in B drin sind, aber nicht in A. Und deshalb ist die Wahrscheinlichkeit für B größer gleich der Wahrscheinlichkeit für A. Einfaches Beispiel, wieder auf dem zweitlangweiligsten Zufallsvorgang des Universums, dem Werfen eines sechsseitigen Würfels mit dem Ergebnisraum 1, 2, 3, 4, 5, 6. Hier haben wir ein Laplace-Experiment. Alle Elementarereignisse sind gleich wahrscheinlich, wenn wir einen fairen Würfel haben. Und die beiden Ereignisse A und B, die wir uns anschauen, sind Werfen der Augenzahl 6 und Werfen einer geraden Augenzahl. Weil immer, wenn ich eine 6 werfe, werfe ich auch eine gerade Augenzahl. Aber umgekehrt, nicht immer, wenn ich eine gerade Augenzahl werfe, werfe ich auch eine 6. Sprich, die 6 ist eine Teilmenge dieses Ereignisses, bestehend aus den Elementarereignissen 2, 4 und 6. Naja, welches der beiden Ereignisse ist dann wahrscheinlicher? Da hätten wir keine Wahrscheinlichkeitsrechnung für gebraucht. Das wäre uns allen sofort intuitiv gewesen. Natürlich ist das Werfen einer geraden Augenzahl wahrscheinlicher. Das eine hat nämlich die Wahrscheinlichkeit 3 Sechstel, das andere hat die Wahrscheinlichkeit 1 Sechstel. Hätten wir aber auch gar nicht nachrechnen müssen, sondern hätten das schon gewusst aus der Tatsache, dass eben A eine Teilmenge von B ist. Dieselbe Logik können wir nun aber auch auf folgendes Problem anwenden. Die zwei Aussagen A, mein Nachbar steht wochentags immer um 2 Uhr in der Nacht auf, und die Aussage B, mein Nachbar ist Bäcker und steht wochentags immer um 2 Uhr in der Nacht auf. Die Intuition von vielen an dieser Stelle ist, dass dadurch, dass Bäcker und früh aufstehen in der gleichen Aussage vorkommt, dass das wohl sehr wahrscheinlich sein muss, weil jeder weiß, dass Bäcker eben früh aufstehen. Das Gegenteil ist aber der Fall. B ist eine speziellere Aussage als A, weil jeder, der der Aussage zustimmen kann, mein Nachbar ist Bäcker und steht wochentags immer um 2 Uhr in der Nacht auf, kann auch der Aussage A zustimmen. Mein Nachbar steht wochentags immer um 2 Uhr in der Nacht auf. Die Umkehrung muss aber nicht gelten. Es mag ja Leute geben, die Nachbarn haben, die im Schichtdienst tätig sind und deshalb früh aufstehen, aber eben keine Bäcker sind. Also B ist eine Teilmenge von A. Alle, die B zustimmen können, können auch A zustimmen. Die Umkehrung gilt aber nicht. Und damit ist also die Wahrscheinlichkeit für B kleiner gleich der Wahrscheinlichkeit von A, was nicht unbedingt unserer ersten Intuition entspricht und wo es eben wichtig ist, dass wir uns auf unsere mathematischen Regeln besinnen, um auch solche Aussagen richtig einschätzen zu können. Eine weitere Rechenregel, die zum Gegenereignis, also die Wahrscheinlichkeit für nicht A, A quer, ist gleich 1 minus der Wahrscheinlichkeit von A. Die beiden müssen sich gegenseitig ausschließen, können ja nicht gleichzeitig eintreten, A und nicht A, und zusammen müssen sie aber 100% ergeben. Also die Wahrscheinlichkeit von A, wenn ich es auf die andere Seite bringe, plus die Wahrscheinlichkeit von nicht A ist gleich 1 oder 100%. So kann man sich diese Regel klar machen. Setzt man das auch einmal in einem einfachen Beispiel zum Thema Würfeln wieder ein. Wie groß ist die Wahrscheinlichkeit, mindestens die Augensumme 3 zu würfeln?
Und da kann man sich überlegen, naja, mindestens die Augensumme 3 sind alle Augensummen außer der Augensumme 2. Also kann ich 1 minus die Augensumme 2 nehmen, was ja die niedrigste mögliche Augensumme beim zweimaligen Würfeln ist. Und das ist eine von 36 Möglichkeiten. Und somit gibt es 35 von 36 gute Möglichkeiten. Die letzte Rechenregel ist für die Vereinigung die Wahrscheinlichkeit für A oder B. Und das ist gleich die Wahrscheinlichkeit von A plus die Wahrscheinlichkeit von B minus die Wahrscheinlichkeit für A und B gleichzeitig. Kurze Nebenbemerkung: Wir haben eins unserer drei Axiome, was ganz ähnlich ausschaut, aber da haben wir P von A oder B ist gleich P von A plus P von B, aber nur falls A geschnitten B gleich der leeren Menge ist. Und das haben wir hier nicht explizit ausgeschlossen und deshalb muss man die Wahrscheinlichkeit für das Eintreten von A und B gleichzeitig hier noch abziehen, während wenn das unmöglich ist, ist diese Wahrscheinlichkeit 0 und man muss sie natürlich nicht abziehen. Machen wir uns das auch nochmal anhand eines Mengendiagramms klar. Wir haben wieder unser Rechteck für Omega, den gesamten Ergebnisraum mit Wahrscheinlichkeit 1. Und dann gibt es ein Ereignis A und ein Ereignis B und die können sich im Prinzip überlappen. Also um wieder ein Würfelbeispiel herzunehmen, A könnte das Werfen einer geraden Augenzahl sein und B könnte das Werfen einer Augenzahl größer als 3 sein. Und da hätten wir da in der Schnittmenge 4 und 6, die sind größer als 3, wo dann aber auch noch 5 mit dabei wäre und Werfen einer geraden Augenzahl, wo noch die 2 mit dabei wäre. Und dann gibt es auch noch 1 und 3, die hier draußen stehen, die weder in A noch in B sind. Und wenn wir jetzt die Wahrscheinlichkeit dafür berechnen, dass A oder B eintreten, dann ist das also diese blau umrandete Fläche in diesem Mengendiagramm. Und die können wir berechnen, indem wir zunächst einmal die Fläche von A nehmen plus die Fläche von B. Und dann haben wir diese Fläche hier aber zweimal gezählt und die müssen wir dann noch einmal abziehen, dass wir sie eben nur einmal und nicht doppelt zählen. Und das ist die Wahrscheinlichkeit von A und B gleichzeitig. Ein Beispiel zum Rechnen mit diesen Rechenregeln. Wir sollen drei Einschätzungen zum Thema Wettervorhersage betrachten. Und wir stellen uns vor, es gibt einen Experten, der behauptet, die Wahrscheinlichkeit, dass es am Samstag regnet, ist 70%. Behauptet außerdem, die Wahrscheinlichkeit, dass es am Sonntag regnet, ist 70% und die Wahrscheinlichkeit, dass es an beiden Tagen regnet, ist aber nur 30%. Das heißt, salopp formuliert, es ist ziemlich wahrscheinlich, dass es am Samstag regnet oder am Sonntag regnet, aber an beiden Tagen sollte es eher nicht regnen. Wie groß wäre, wenn man diesem Experten glaubt, die Wahrscheinlichkeit, dass es am Samstag oder am Sonntag regnet? Also schreiben wir uns das einmal formal hin. Das Ereignis A ist also Regen am Samstag, B ist Regen am Sonntag. Laut der Angabe gilt, P von A ist 0,7, P von B ist auch 0,7 und P von A und B ist aber 0,3. Beides gleichzeitig tritt nur mit 30% Wahrscheinlichkeit ein. Naja, wenn das richtig wäre, dann könnten wir die Wahrscheinlichkeit für A oder B folgendermaßen ausrechnen. Ist die Summe der beiden Einzelwahrscheinlichkeiten minus die Wahrscheinlichkeit, dass beides gleichzeitig eintritt. Dann bekommen wir aber 0,7 plus 0,7 minus 0,3 gleich 1,1 heraus, was also größer als 1 ist und demnach keine zulässige Wahrscheinlichkeit. Mit anderen Worten, die Axiome sind hier verletzt. Diese Wahrscheinlichkeitsaussagen, die hier gemacht werden, erfüllen nicht den Minimalanspruch, den wir an ein Wahrscheinlichkeitsmaß haben. Sprich, einem solchen Experten dürfte man nicht trauen. Diese Angaben sind in sich widersprüchlich. Gut, zum Abschluss dieses Videos fassen wir dann nochmal die wichtigsten Rechenregeln für Wahrscheinlichkeiten zusammen. Wahrscheinlichkeiten sind immer zwischen 0 und 1, zwischen 0 und 100%.
Das unmögliche Ereignis hat die Wahrscheinlichkeit 0. Man könnte hier auch noch ergänzen, die Wahrscheinlichkeit für das sichere Ereignis ist 1. Das war aber ja genau eins unserer Axiome, ist also keine neue Rechenregel, die wir haben herleiten müssen. Und die Wahrscheinlichkeit für a ist kleiner gleich b, wenn a eine Teilmenge ist von b. Die Wahrscheinlichkeit für das Gegenereignis ist 1 minus p von a. Und die Wahrscheinlichkeit für die Vereinigung ist die Summe der Einzelwahrscheinlichkeiten minus die Wahrscheinlichkeit, dass beides gleichzeitig eintritt.